1973. Bundesrepublik Deutschland. Preise und Profite steigen. Doch die Löhne bleiben zurück und der Lebensstandard der Arbeiter sinkt. Profilwalzwerk der Firma Mannesmann Duisburg wird die Stahlproduktion eines Jahres von 57.000 Tonnen auf 108.000 Tonnen gesteigert. Durch technische Verbesserungen spart das Unternehmen Arbeitskräfte ein. Die körperlichen Anstrengungen der Beschäftigten werden geringer, aber das Produktionstempo wächst. Geistiger Einsatz und nervliche Belastung nehmen bisher unbekannte Ausmaße an. Die Arbeiter verlangen höhere Löhne. Eine paritätische Kommission tritt zusammen. Betriebsrat und Werksvorstand verständigen sich auf einen Kompromiss. Doch die Unternehmensleitung akzeptiert ihn nicht. Jungs, Lohnerhöhung gibt es nicht. Wir haben den Kompromiss vom Tisch gefegt. Jetzt sollen wir kuschen. Die Herren wollen uns unter Druck setzen. Die meinen, sie können mit uns machen, was sie wollen. Aber es ist ein altes Gesetz. Freiwillig geben Sie uns keinen Pfennig. Doch die Sprache des Schreibs verstehen Sie. Verweigern wir die Arbeit, stehen alle Räder still. In unseren Händen ruht die Produktion. Und
Die Arbeiter ziehen zur Verwaltung. Doch der Werksvorstand weigert sich, mit ihnen zu sprechen. Er bleibt dabei. Er spricht mit den Streikenden nicht. Die Situation des Betriebsrats wird schwierig. Das Gesetz verpflichtet den Betriebsrat, euch über die arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu informieren. Dieser Streik ist nicht genehmigt. Die IG Metall ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen an die Laufzeit des Tarifvertrages gebunden. Sie kann euch nicht zur Seite stehen. Der Betriebsrat darf keinen Streikaufruf verfassen und auch nicht die Streikführung übernehmen. Wir erklären uns aber bereit, für euch zu verhandeln. Die Unternehmensleitung wendet sich gegen Verhandlungen. Der Betriebsrat ist für den Betriebsfrieden verantwortlich. Das Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet ihn dazu. Sorgen Sie, dass wieder gearbeitet wird. Aber die Unternehmensleitung lehnt den Kompromiss der Paritätischen Lohnkommission ab. Keine 300.000, nur 100.000 Mark pro Jahr will sie den Kollegen zugestehen. Kaum mehr als 20 Mark im Monat für jeden. Der Unternehmer stört den Betriebsfrieden. Wir sind im Arbeitszeug! Zu jeder Zeit sind wir arbeitswillig, nur nicht zu diesen Bedingungen. Seien Sie vernünftig. Bitte nehmen Sie die Arbeit auf. Sofort, wenn Sie dem Kompromiss zustimmen. Die Arbeiter besetzen das Verwaltungsgebäude. Schicht um Schicht, Tag und Nacht. Da stehen Ledersessel. Die Kollegen setzen sich in ihrem Arbeitszeug drauf. Dass die nicht sauber bleiben, ist klar. Die hellen Teppiche bekommen Ölflecken. Aber sonst alles verläuft diszipliniert. Nicht etwa, dass wir rumrandalieren, wie die Zeitungen schreiben, Bilder zerschlagen, Stecker aus der Wand reißen, Automaten knacken. Nein, wir bleiben ruhig. Keiner tanzt aus der Reihe. Keiner ist betrunken, trotz Karneval. Wir bleiben. Der Werksvorstand verlässt durch einen Hinterausgang das Gebäude. Die Herren wollen nicht mit den Streikenden konfrontiert werden. Der Betriebsrat bemüht sich weiter. Wir versuchen, zu Verhandlungen zu kommen. Die Unternehmensleitung lehnt ab. Wir verhandeln nicht. Ein Kompromiss ist ausgeschlossen. Unterschreiben Sie, Unternehmensleitung und Betriebsrat fordern die Kollegen zur Arbeit auf. Wir weigern uns! Das Gesetz verpflichtet. Sie müssen unterschreiben. Die Streikenden kennen das Gesetz. Wir unterschreiben nicht. Dem Betriebsrat wird Entlassung angedroht. Er gilt als Redelsführer. Wenn man einen von uns entlässt, steht das ganze Werk. Die wollen zeigen, dass sie die Stärkeren sind. Aber sie wissen nicht, wie stark wir sein können. Um 10 Uhr fängt die Nachtschicht an. Aber die Mittagsschicht bleibt. Türken sind dabei. Sie streiken mit. Doch sie haben Angst.
Sie haben Angst, die Arbeit zu verlieren. Sie haben Angst, zurück zu müssen in eine Heimat, in der es keine Arbeit gibt. Sie streiken. Alles, Kollegen, alles zusammen, arbeiten wir zusammen, streiken wir auch zusammen. Zusammen sind wir stärker, zusammen sind wir stärker. Wir sind in der Fremde noch keine Freunde, leben in Baracken, sind gut für das Schlimmste. Doch ob Deutsche, ob Türke, wir sind Kollegen. Wir sind Kollegen. Alles Kollegen, alles zusammen, arbeiten wir zusammen, streiken wir auch zusammen. Zusammen sind wir stärker, zusammen sind wir stärker. Die Unternehmensleitung lässt Flugblätter verteilen. Arbeitswillige, die Personalabteilung ist Tag und Nacht geöffnet. Meldet euch. Sie haben doch Familie. Sie haben ein Auto. Sie brauchen das Geld. Wir wollen wieder anfangen. Einige Kollegen gehen. Sie können uns das Genick brechen. Wenn nur 5 Block gewalzt werden, heißt die Schlagzeile des nächsten Tages: Produktion im Profilwalzwerk wieder aufgenommen. Dann bricht der Streik zusammen. Die Unternehmensleitung lässt die Öfen hochfahren. Rosenmontag soll gewalzt werden. Ein Meister ist aus dem Urlaub gerufen worden. Er kann die Walze steuern. Assistenten stehen zur Verfügung. Und Streikbrecher. Was sollen wir tun, wenn die Jungen sehen, die Mühle dreht sich, ist es aus. Wenn wir jetzt verlieren, haben wir für lange verloren. Wir wissen, Waldstraße besetzen. Auf den Vollgang! Keiner will der Erste sein. Einer schiebt den anderen. Gehen ein paar Mann vor, bleiben die Nächsten zurück. Aber dann gehen wir vorwärts auf den Rollgang. Und als wir durch die Hallen kommen und alles guckt, sind wir schon viel stärker auf den Rollgang. Im Walzwerk auf den Kommandostand springen sie auf den Rollgang, auf den Rollgang. Die Streikbrecher schließen sich ein. Wir rauf auf den Rollgang! Meine Herren, machen Sie keinen Unsinn. Im Namen der Unternehmensleitung verspreche ich Ihnen, es wird nicht gewalzt. Bitte verlassen Sie den Rollgang. Sie sind ohne Schutzhelm. Da oben die Kräne. Unfallgefahr! Wir Arbeiter bleiben! Rauf auf den Rollgang! Wir halten den Rollgang besetzt! Rauf auf den Rollgang! Die Kräne werden beiseite gefahren, die Öfen runtergedreht. Rauf auf den Rollgang! Die Unternehmensleitung hat eine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht Duisburg erwirkt. Diejenigen, die die Produktion im Profilwalzwerk lahmgelegt haben, dürfen das Werksgelände nicht mehr betreten. 3.000 Mark Geldstrafe heißt die Drohung. Ersatzweise Haft. Der Werkschutz trägt die Briefe aus,
Nachts noch klingelt er Frauen und Kinder aus dem Schlaf. Es soll Unruhe in die Familien gebracht werden. Wir möchten unseren Wohlstand haben. Wir möchten unseren Wohlstand haben. Wir haben unsere Wohlstand. Wir haben fünf Kinder, schon jetzt fehlt das Geld. Alles wird teurer. Ich kann's nicht mehr zahlen. Unsere Wohnung gehört dem Werk. Wenn wir sie verlieren. Wir möchten unseren Wohlstand haben. Wir haben unsere Pläne. Wir haben unsere Pläne. Meine könnt ihr denn nicht nachgeben? Meine könnt ihr denn nicht nachgeben? Aber dann wäre alles umsonst. Mein Mann hält zu seinen Kollegen. Mit ihnen muss er solidarisch sein. Unsere Männer streiken für alle anderen mit. Ihr Erfolg ist der Erfolg zukünftiger Aktionen. Als um Geld. Hier steht die Waage. Er muss in die Knie. Sie oder wir? Unsere Waldstraße ist eine der wichtigsten im Werk. Wir sind Spezialisten und hatten lange Anlernzeit. Die können es sich nicht leisten, uns zu entlassen. Die Unternehmensleitung erwägt, das Profilwalzwerk zu schließen. Wir werden mit der Produktion auf Werke in der Nachbarschaft ausweichen. Die Streikenden brauchen wir nicht. Kollegen, aufgepasst! Welches Walzwerk hat Abmessungen für unser Material? Keins! Wer kann unsere Arbeit übernehmen? Keiner! 42 Walzwerker sind ausgesperrt. 400 aber streiken. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Einige halten den Rollgang besetzt, die anderen stehen vorm Tor. Schicht um Schicht, Tag und Nacht. Die Streikenden müssen Essen haben. Die Frauen kochen Kaffee, sie kochen Tee, sie schmieren Brote und sammeln Geld. Das Essen reicht nicht. Wir brauchen Suppe, drei Kessel schnell. Die Männer am Rollgang stehen 8 Stunden in Kälte und Wind. Komm, Genossen, gehen wir, nehmen wir den Kessel, bringen wir das Essen, wir streiken den Männern ins Werk. Was tun Frauen hier? Fremde dürfen das Werksgelände nicht betreten. Wir bringen unseren Männern Essen. Wer ist Ihr Mann? Wie heißt er? Alle Streikenden sind unsere Männer. Die Lokführer der Werkseisenbahn müssen einzeln Pause machen. Ein gemeinsamer Kaffee könnte den Streikenden Solidarität bringen. Betriebsräte und Vertrauensleute werden vom Werkschutz beschattet. Jede Information über den Streik soll verhindert werden. Nehmt
die Arbeit auf. Dann wird verhandelt. Kollegen, nehmt die Arbeit auf. Ein Bild, der Streik ist gegen das Gesetz. Hausmacherpolitik löst keine Probleme. Eure Aktion gefährdet das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Die Produktion im Werk droht zu stocken. Die Rohrmacherei ist schon ohne Material. Vertraut der Gewerkschaft. Nehmt die Arbeit auf. Dann verhandeln wir für euch. Jahrelang schon sind wir ruhig, aber nichts geschieht. Unsere Forderungen bestehen zu Recht. An der Basis stellen sich die Probleme. Unsere Gewerkschaftsführer sollten sie beachten. Den Kollegen reicht es nicht, wenn ihr vom grünen Tisch aus Lohnpolitik betreibt. Vorwürfe gegen den Betriebsrat entschuldigen nicht die Schwäche eurer Verhandlungsführung. Das Gesetz hindert uns. Wir können nichts tun. Wenn der Kollege die Schwielen an den Händen verliert, vergisst er dich. Auch viele gewerkschaftliche Vertrauensleute bleiben untätig. Ihr Vorsitzender versagt. Die Belegschaft hofft vergeblich auf ihn. Gegner der Gewerkschaft versuchen, die Situation zu nutzen. Verbrennt die Gewerkschaftsbücher! Die Bosse nehmen euch aus, sie wollen nur euer Geld! Arbeiterverräter! Zahlt keinen Beitrag mehr, verlasst die Gewerkschaft! Kommt zu uns! Wer bist denn du? Die Gewerkschaft sind wir! Spuck in die Hände, Kollege vom Vorstand, von unseren Beiträgen wirst du gezahlt. Spuck in die Hände, Kollege vom Vorstand, von unseren Beiträgen wirst du bezahlt. Lass uns nicht im Stich. 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 Handle! Die Gewerkschaft ist die einheitliche Organisation der Arbeiter. Wir brauchen sie! Spuck in die Hände, Kollege vom Vorstand, von unseren Beiträgen wirst du bezahlt. Spuck in die Hände, Kollege vom Vorstand, von unseren Beiträgen wirst du bezahlt. Lass uns nicht im Stich. 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 Handle! Kollege! Lasst euch nicht spalten!
Kollegen, lasst euch nicht spalten, lasst euch nicht spalten, lasst euch nicht spalten. Spuck in die Hände, Kollege vom Vorstand, von unseren Beiträgen wirst du bezahlt. Spuck in die Hände, Kollege vom Vorstand, von unseren Beiträgen wirst du bezahlt. Lass uns nicht im Stich. 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 Handle! Die Arbeiter brauchen Geld, sonst hält keiner den Streik durch. Ein Solidaritätskonto muss her. Ich bin Pfarrer. Ich stelle mein Konto zur Verfügung. Verbunden mit allen Menschen, denen der gerechte Anteil an den von Ihnen erarbeiteten Gütern verweigert wird, erkläre ich meine Solidarität. In den ersten Tagen kommen 3 oder 5 kleine Spenden. Dann gehen 2000 Mark ein, von der Belegschaft der Firma Babcock in Oberhausen. Die Vertrauensleute der Mannesmann-Röhrenwerke schicken Geld. Und Hafenarbeiter aus Hamburg, Sozialdemokraten aus Bergedorf und Ortsgruppen der Deutschen Kommunistischen Partei. Die Evangelische Frauenhilfe in Walsum spendet und die Belegschaft der Rheinstahlwerke in Duisburg-Meiderich. Ein Pfarrer überweist die Sonntagskollekte. Türken legen zusammen. Ofenmaurer opfern eine Hitzezulage und Putzfrauen einen Stundenlohn. Hier ist der Kontoauszug. 34.759 Mark kamen zusammen. Der Kampf der Kollegen darf nicht isoliert geführt werden. Gründen wir ein Solidaritätskomitee. Politische Jugendverbände, schließt euch zusammen. Organisiert die materielle Unterstützung der Kollegen. Verteilt Flugblätter an die Bevölkerung. Bereitet Demonstrationen vor. Eine Kundgebung muss stattfinden. Solidarität mit den streikenden Kollegen vom Profil Walsberg. Kollegen, die Gewerkschaft steht zu euch. Wer ausgesperrt ist, wem Geldstrafe oder Gefängnis drohen, den vertreten wir vor Gericht. Auch in anderen Abteilungen des Werkes, in der Hauptwerkstatt, in der Stranggießanlage und in den Verkehrsbetrieben legen die Kollegen stundenweise die Arbeit nieder. Die Gewerkschaftsführer setzen sich auf der Seite des Betriebsrats an den Tisch und verhandeln mit den Unternehmern. Am Tag, am Abend und in der Nacht. Der Streik im Profilwalzwerk dauert den 9. Tag. Haben wir nicht schon die Gewerkschaftsführung an unsere Seite geholt? Haben wir nicht die Unternehmer an den Verhandlungstisch gezwungen? Wir nehmen die Arbeit erst auf, wenn wir bekommen, was wir verlangen. Im Werk fehlt es an gewalztem Material. Die Produktion stockt. Der Unternehmer gibt nach. Der Zug läuft in unserem Gleis. Kollegen, die Verhandlung ist beendet. Wir haben es geschafft. Wir haben gesiegt. Die Arbeitsplätze werden neu bewertet. Es gibt mehr Lohn. Die Leistungsprämien gehen nach oben. Unsere Forderungen sind erfüllt. Und keiner, der gestreikt hat, wird entlassen. Der Unternehmer verzichtet auf Schadenersatz. Auch die Klagen am Arbeitsgericht zieht er zurück und trägt die Kosten. Wenn wir nur arbeiten. Eure Standhaftigkeit brachte den Erfolg. Geschlossenheit der Kollegen des Profilwalzwerks und die breite Solidarität von Arbeitern aus den Großbetrieben, Gewerkschaften, Sozialdemokraten, Kommunisten und Christen, lernender und arbeitender Jugend, Frauen und Männer haben diesen Erfolg erzwungen. Das Exempel, das der Mannesmann-Konzern in Duisburg statuieren wollte, ist gescheitert. Solidarität ist stärker als die Willkür der Metallbosse.
Was heute in Duisburg bei Mannesmann passiert ist, kann morgen schon überall sein. Niemand schenkt uns heute den Pfennig und morgen die Waffenstadt.